Heute im Spoilerboten: Schuhe, Rucksack, Ritterrüstung, Kontroverse zu Guild Wars 2 und Elder Scrolls Online, Infos zu E3 Games und Crowfall. Ich bin Baskerville, los geht's! Wir fangen an mit der Rüstung und dem Helm des Ritterordens. Dazu gibt es jetzt nicht so viel zu sagen, außer dass die Rüstung natürlich gefärbt werden kann. Da sieht man dann, dass der Stoff sich einfärbt. Ich finde das Skinset ganz hübsch. Das ist mal was anderes. Dazu passend gibt es dann den Morgenstern und das Schild des Ritterordens. Ja, und wie man sehen kann, das Schild ist jetzt nicht so toll, aber der Streitkolben bzw. der Morgenstern ist ziemlich cool, weil der herumbommelt. Ja, und hier sehen wir dann nochmal, wie das aussieht, wenn ein Gottstein drauf gemacht wurde. Ja, und dann gibt es dazu passend auch nochmal das Schlachtross des Ritterordens. Das ist im Endeffekt ein Pferd mit einer Rüstung, was ziemlich cool ist. Und das hat natürlich auch einen Flugmodus und breitet dann seine schwarzen Schwingen aus. Die Woche neu gibt es dann auch die Aetherunen Waffen und die Aetherunen Rüstung. Ich verlinke euch jetzt hier ein Video zu einem Video, wo ich euch diese Waffen schon mal gezeigt habe. Ebenfalls zurück im Shop ist das Darufell Outfit. Das kennen wir ja alle schon, vor allem auch aus dem PTS Video, das ich damals vor Ewigkeiten gemacht habe. Ja, gefärbt kann es auch werden. Ist relativ simpel, sich das vorzustellen, hoffe ich mal. Ganz neu ist der Shugo-Rucksack. Das ist im Endeffekt ein komplettes Outfit und nicht nur ein Rucksack. Inklusive diesen kleinen Ohren und natürlich hinten dem Shugo selbst. Ja, männlichen Charakteren steht das jetzt vielleicht nicht so toll. Bei weiblichen Charakteren ist das ganz hübsch. Vor allem der Shugo ist auch viel, viel netter und schaut nicht so grimmig. Wer auf einen invertierten Michael Jackson machen möchte, kann natürlich den Skin auch färben. Dann ändert sich aber nur die Ohrenfarbe und die Farbe bzw. ethnische Ausrichtung des Shugos. Ja, und dann gibt es auch nochmal die Pilotenmütze sowie das Blobbel. Mjoll, und das kann mit Ederkirschen euch buffen. Zu guter Letzt gibt es dann auch noch natürlich als Ersatz die Verzauberungsstein-Glückskisten-Säcke. Ja, es sind Säcke, sie sind aber Kisten. Neues Bildmaterial aus Korea gibt es von Crystal und der hat die mythischen Devanion-Items hervorgekramt. Und hier gibt es erstmal die Rüstung zu begutachten und danach folgen die Waffen. Das Besondere an diesen Items ist nicht nur, dass die mythisch sind, sondern sie sind auch handelbar. Der Haken daran ist, sie sind nur mit Aufwertungsserien und nicht mit Verzauberungssteinen plusbar. Und wenn die Aufwertung fehlschlägt, gehen die Items kaputt. Außerdem verfügen die Items über mehrere Stufen, die dann Mana-Steinplätze freischalten. Aber ich werde euch das nochmal genau erklären, sollten diese Items überhaupt zu uns kommen. Das steht nämlich noch nicht fest.
Weiter geht's mit dem aktuellen Ingame-Event. Und wenn du ein süßes Früchtchen bist, dann bekommst du jeden Tag, wenn du Stufe 30 erreicht hast, auf jedem Account eine kleine Kiste und da kann eine Frucht drin sein. Diese Frucht kann man eintauschen gegen andere Früchte oder wenn man alle Früchte kombiniert, das sind 4 an der Zahl, kriegt man einen Obstsalat. Diesen Obstsalat kann man eintauschen und da gibt's ganz tolle Sachen für. Früchte gibt's auch bei einigen Bossen im Spiel selbst und nachdem ich jetzt meine Besinnung zurückbekommen habe, kann ich euch auch auflisten, was ihr alles rausbekommen könnt aus dem Bundle für den Obstsalat. Also zum einen gibt es ein Synthese-Werkzeug, das ihr benutzen könnt, um die neuen Mana-Steine nicht miteinander zu verbinden. Ja, dann gibt es ein heiliges Aufwertungsserum, natürlich ist das nur eine Chance. Es gibt Mana-Steine, es gibt Gottsteine, es gibt Orkanschwinger-Rüstungstruhen, es gibt Rüstungstruhen des alten Geistes, Waffentruhen des Balaur-Gebieters und Accessoire des Sauro-Kommandanten. Dann gibt es ein Tauros für einen Tag, einen jungen Shugo mit 24 Plätzen, dann gibt es Crafting-Materialien und Schriftrollen sowie Wiederbelebungssteine. Der Vorverkauf vom Guild Wars 2 Add-on Heart of Thorns ist ja schon gestartet und hierzu gab es eine kleine Kontroverse. Wenn man sich das Add-on vorbestellt hat, hat man nicht nur den Zugang zu den Beta-Wochenenden bekommen, sondern man bekommt auch das Basisspiel dazu. Also Guild Wars 2 Classic mehr oder weniger. Ja, und woran ist jetzt da das Problem? Naja, die Leute, die schon das Basisspiel erstanden haben, haben sich natürlich aufgeregt, weil sie einfach Heart of Thorns haben wollten ohne das Basisspiel und dafür natürlich weniger zahlen. Das ist an sich einleuchtend, jedoch hat einfach ArenaNet hier einen großen Fehler begangen. ArenaNet hat versäumt, den Usern zu erklären, dass das Add-on einfach schon 42 Euro kostet. Und dass das Basisspiel einfach für Neueinsteiger gedacht ist und einfach ein kleiner Bonus obendrauf. Denn das Guild Wars 2 Basisspiel kostet in den meisten Fällen, wenn man es richtig ordentlich erwischt, einfach nur noch irgendwie so zwischen 12 bis 10 Euro. Also ist es ein richtiges Schnäppchen in der Hinsicht. ArenaNet ist dann ordentlich zurückgerudert und zwar bekommen alle Leute, die das Hauptspiel Guild Wars 2 vor dem 23. Januar 2015 besessen haben und Heart of Thorns schon vorbestellt haben, bekommen einen weiteren Charakterplatz. Außerdem bekommen alle Spieler, die das Hauptspiel Guild Wars 2 zwischen dem 23. Januar und dem 16. Juni in Erwartung von Guild Wars 2 Heart of Thorns erworben haben, den Kaufpreis erstattet, wenn sie das Add-on Guild Wars 2 Heart of Thorns bis zum 31. Juli vorbestellen. Und das ist ein verdammt cooler Move von ArenaNet, so kulant müssten sie gar nicht sein. Elder Scrolls Online ist ja jetzt auch auf den Konsolen verfügbar und hierzu gab es natürlich auch gleich passend eine kleine Kontroverse. Und zwar beweisen Bethesda und ZeniMax Online wieder mal, dass sie nicht verstehen, wie MMO-Spieler ticken und haben einen kleinen Teaser released, der Leute in Alltagssituationen zeigt. Oh Mann, Tony! Und das ganze Ding ist ein bisschen arg lächerlich. Ihr könnt es euch anschauen, ich verlinke euch das Ganze nochmal unten in der Beschreibung. Ja, und schüttel weiter meinen Kopf. Weiter geht's mit den E3 Games und wir fangen mit Dark Souls 3 an. Dark Souls 3 ist quote unquote der letzte Teil der Serie. Die Unterschiede zu den vorhergegangenen Teilen sollen relativ marginal sein. Das Spiel soll ein bisschen schneller sein, aber nicht so schnell wie Bloodborne, was ja ein Ableger der Serie ist, mehr oder weniger. Ja, in einer noch größeren Welt mit jedoch weniger Arealen sollen bis zu 15 neue und altbekannte Bosse ihr Unwesen treiben. Dark Souls 3 erscheint voraussichtlich 2016 für Xbox One, PlayStation 4 und PC. Für viele Leute ist auf der E3 ein großer Traum wahr geworden, das Final Fantasy VII Remake ist endlich angekündigt. Bislang gibt es noch keine Spielszenen und es gibt auch nur diesen einen Trailer, der noch nicht mal final ist. Es wird keine neuen Charaktere geben, so viel ist schon bekannt und das Spielsystem wird an die heutigen Standards angepasst und etwas realistischer sein. Bisher ist auch nur die PlayStation 4 als Plattform angekündigt, was ich ehrlich gesagt ein bisschen schade finde. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist diese Euphorie denn gerechtfertigt? Zum einen ja, weil das Spiel einfach eine gigantische Fanbase hat. Zum anderen aber auch nicht wirklich, weil das Problem daran einfach ist, dass dieses Spiel, also Final Fantasy VII, das erste Spiel, das nicht Remake, das Original,
etwas erreicht hat, was kaum ein anderes Spiel erreicht hat, und zwar eine emotionale Verbindung zu der Story und den Charakteren. Jetzt, wenn man diese Story aber schon kennt, frage ich mich, ob es überhaupt möglich ist, so eine emotionale Bindung aufzubauen, weil man die Story ja schon kennt. Und es gibt wahrscheinlich kaum jemanden, der die Story nicht kennt, weil man das Spiel entweder selbst gespielt hat oder einfach zu Tod gespoilert wurde von Leuten, von Freunden, von Bildern und Videos. Dementsprechend würde ich das Ganze ein bisschen kritisch betrachten. Dennoch finde ich es ganz cool, dass man einer neuen Generation das Erlebnis dieser Story ermöglicht. Ebenfalls lang ersehnt ist Kingdom Hearts 3 der Nachfolger der Kingdom Hearts Reihe. Und dieser schließt an die Ereignisse von Dream Drop Distance an. Und neben Teamattacken, neuen Beschwörungen gibt es auch Keyblade-Transformationen, die das Keyblade zum Beispiel in einen Raketenwerfer oder ein Schwert verwandeln lassen. Kingdom Hearts 3 erscheint für Xbox One und die PlayStation 4. Der ebenfalls dritte, eigentlich schon totgesagte dritte Teil der Battlefront-Saga, Simple Star Wars Battlefront, zeigt nun die ersten Spielszenen. Der Entwickler DICE, der für die Battlefield-Spiele bekannt ist, ist ja offensichtlich erfahren mit Shootern. Jedoch werden auch einige Stimmen laut, dass das Spiel nichts weiter ist als ein Battlefield im Star Wars-Universum. Was ist dran? Also, Ausrüstungsgegenstände darf man, da das Spiel und der Spielspaß ja wohl nicht mehr ausreichen, ebenfalls wie im Battlefield freischalten. Außerdem gibt es ein kontroverses Spawn-System und das kennen einige Shooter-Fans schon von anderen Spielen. Und zwar, wenn man gestorben ist, kann man dann einfach wieder bei einem lebenden Teamkameraden in der Nähe spawnen. Und das hört sich super toll an, aber das führt dazu, ja, dass Leute teilweise überrannt werden und Gegner aus dem Nichts aufpoppen. Was wäre ein Star Wars Spiel ohne Vehikel? Klarerweise wird es auch Boden- und Flugeinheiten geben. Das Problem daran ist wohl, dass der Flugkampf noch ziemlich ekelhaft schlecht zu steuern ist. Richtig bitter wird es aber, wenn man sich die geleakten DLC-Pläne anschaut. Also, der erste DLC beinhaltet einen kompletten Planeten, einen Held, Maps und Fahrzeuge und ist natürlich auch schon geplant. Der Clou daran: Vorbesteller haben den Vorteil, noch eine Woche vorher vor allen anderen Geld auszugeben und dem Entwickler DICE Geld in den Rachen zu werfen. Also ich habe prinzipiell kein Problem mit DLCs, wenn es Skins sind. Und zwar ist es so, wenn ein Spiel entwickelt wird und es in der Endphase ist, dann hat das Art Depot, das ja die ganzen Skins macht und die ganzen Models, die haben dann nichts mehr zu tun. Und die können dann natürlich DLCs machen. Deswegen ist ein großer Teil der DLCs auch Skins. Das Problem an der ganzen Sache hier ist, dass einfach parallel, während das Spiel entwickelt wird, DLC-Content entwickelt wird, der ja eigentlich Teil von dem Spiel ist und dieser Teil des Spiels dann abgetrennt wird, um ihn später zu verkaufen. Und das ist keine gute Entwicklung. Das Spiel erscheint schon im November dieses Jahres und so ist das Warten jetzt nicht mehr so lange. Meine Laune bei solchen überteuerten EA-DLC-Debakels lässt aber meine Vorfreude auf das Spiel ziemlich im Nichts stehen. Etwas erfreulicher sind die nächsten beiden Spiele. Gigantic ist ein Cross-Plattform-MOBA in der Third Person und das erscheint für die Xbox One und den PC. Beide Versionen können miteinander spielen, das ist schon mal ganz wichtig. Jedoch wird das Spiel nur auf Windows 10 laufen und das ist vielleicht nicht die klügste Idee. MOBAs wie League of Legends oder MMOs wie WoW, die leben ja davon, dass diese Spiele nicht auf High-End-PCs oder Systemen generell gespielt werden können. Und klar, jeder, der Windows 7 und Windows 8 hat, kann das gratis auf Windows 10 upgraden. Aber hier ist ja auch noch nicht bekannt, ob man, wenn man das System dann neu aufsetzt, Windows 10 auch wieder gratis aufspielen kann. Aber nun zum Positiven. Der Artstil erinnert sehr an Legend of Zelda The Wind Waker und im Gegensatz zu gewöhnlichen MOBAs muss man hier nicht ein einzelnes Gebäude zerstören am Ende, sondern einen Guardian und das ist ein NPC. Ich werde mir das Spiel auf alle Fälle näher ansehen, sobald ich meine Finger dran bekomme. Und ihr könnt euch jetzt schon zur Beta auf gogigantic.com anmelden. Link packe ich euch dann natürlich in die Beschreibung. Sea of Thieves ist ein Multiplayer-Piratenspiel von Rare. Ja, Rare, das gibt's auch noch. Die sind nicht verschwunden und das Spiel wird vermutlich ein Massively Multiplayer-Online-Spiel werden. Viele Infos sind noch nicht bekannt.
Die Spielszenen, die wir hier sehen, ich weiß nicht, ob die wirklich Spielszenen sind oder ob die nicht nachbearbeitet sind. Letzteres ist eher wahrscheinlich. Auch etwas bitter ist, dass das Spiel wie Gigantic nur für die Xbox One und den PC kommen wird. Und auch nur für Windows 10. Wie Gigantic ist auch Sea of Thieves ein Cross-Plattform-Spiel zwischen PC und Xbox. Und das ist eine ziemlich coole Richtung, wo es da hingeht. Ja, und Rare ist ja schon immer ein großartiger Entwickler für Spiele gewesen. Aber Rare ist halt absolut nicht erfahren in Online-Spielen und schon gar nicht in MMOs. Deswegen wäre ich sehr vorsichtig. Aber mal sehen, noch ist ja nicht viel bekannt. Dota 2.5 Reborn wurde jetzt angekündigt. Das ist eine Verbesserung von Dota im Allgemeinen. Dota bekommt hier eine neue Engine samt neuem Interface und neuen Bonusmissionen und Spielmodi. Ja, die Beta zu Reborn ist nun gestartet und so könnt ihr schon jetzt daran teilnehmen. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. So, zuerst einmal müsst ihr Dota 2 im Steam-Client runterladen und installieren. Gehabt, getan. Müsst ihr dann nur noch auf Spielen klicken und auf Dota 2 Reborn Beta und Install. Dann installiert das. Ihr könnt das Spiel auch zumachen und das lädt dann im Hintergrund nochmal ein paar Gigabyte runter. Ich muss jedoch sagen, ich hatte mehr erwartet. Das Interface im Spiel selbst ist noch immer klobig und im Vergleich zu Genre-Kollegen wie League of Legends und Heroes of the Storm gigantisch und nimmt einfach viel zu viel Platz weg. Optisch ist jetzt im Spiel auch nicht wirklich besser, also viel Wirbel um nichts. Nicht unbedingt. Es ist positiv, wenn Spieleentwickler ihre Spiele von Zeit zu Zeit updaten. Das hat man zum Beispiel jetzt an der neuen Map von League of Legends gesehen, die ja wunderbar optisch gelungen ist. Dota 2 Reborn bringt aber auch neue Spielmodi und das ist wahrscheinlich das Wichtigste an der ganzen Sache. Ja, die Ankündigung ist deswegen nicht wirklich heißer Wind, aber ein bisschen hochgegriffen. Und zum letzten Thema, Crowfall. Oh mein Gott, Crowfall. 2 Millionen Dollar wurden jetzt gesammelt, um das Projekt des Entwicklers Artcraft Entertainment umzusetzen. Das MMORPG bietet neben vielen verschiedenen Archetypen, wie zum Beispiel Zentauren, Rittern und Frostmagiern, die Möglichkeit, eigene ewige Königreiche zu errichten. Und das Spiel hat so viele, viel zu viele interessante Konzepte, dass ich da einen kleinen, kurzen Beitrag dazu machen kann. Darum wird es die Tage, denke ich mal, ein kleines Video dazu geben, wo ich einfach alle Informationen versuche zusammenzufassen. Und ich hoffe natürlich, so schnell wie möglich einfach mir selbst den Eindruck von dem Spiel verschaffen zu können, weil mich das dann doch schon sehr anspricht und extrem interessiert. So, und das war's dann auch schon wieder, aber ich lasse euch natürlich nicht gehen ohne euch die große Peinlichkeit meines Lebens mitzuteilen. Ja, ich war bei Pro7 unterwegs, genauer bei TAF, wahrscheinlich der Sendung, die ich am wenigsten im deutschen Fernsehen ausstehen kann. Ja, und habe natürlich bei so einem Test mitgewirkt. Ja, viel dazu kann ich nicht sagen, außer dass es schwere psychische Narben bei mir hinterlassen hat. Ja, das Video ist hier verlinkt, könnt ihr euch anschauen, wenn es denn sein muss. Ich bin der Typ, der den Schwulen anbaggert. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video. Bis dann.